wohl interagieren. Okay, schauen wir. Hoffe ich. Bin mega schlecht in sowas, ne? Bin richtig schlecht in sowas. Hupala, wow. Oh, wie oft habe ich hier schon aus Versehen die Leute immer überfahren, wo ich das hinbringen sollte. Mein Freund. Hey, Kumpel. Zitra. Versucht er gerade eine Beatbox nachzumachen? Oh Gott. Ich glaube, er hat versucht, eine Beatbox nachzumachen. Geh doch. So, dann müssen wir einmal da hoch. Oh, eine zerknüllte Zigarettenschachtel. Wow, welch ein Schatz. Sprich mit Dr. Ernard. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was, ne? Handbuch. Transport. Wir haben den Strius. Der Strius ist ein Kompaktwagen, der in Südafrika aus Altmetall von Hüttensiedlungen hergestellt wurde. Wie viele andere Autos auf Rhode Island wurde er während des Wirtschaftsbooms importiert. Das Tolle daran ist, wenn er nicht mehr fährt, dann kann man ihn auseinandernehmen und sich eine Hütte daraus bauen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Okay. Tierwelt. Wir haben die Ziege. Ziegen gibt es auf Rhode Island seit Menschengedenken. Sie werden wegen ihres Fleisches, ihrer Wolle und anderen Dingen gehalten. Für die Insulaner ist Ziegendiebstahl ein ernstes Verbrechen und ein Ziegendieb wird ausgestoßen. Andere Vergehen an einer Ziege werden jedoch gebilligt, wenn man die Ziege danach wenigstens einmal ausführt. Ach, gönn einem alten Mann doch auch mal einen Spaß. Schwein. Zuchtschweine sind nicht so beliebt wie Wildschweine auf Rhode Island, aber wesentlich leichter zu erlegen. Aber erzähl bloß Rainer Kallmund nichts davon. Der liebt Schweinefleisch und würde den ganzen Bestand gefährden.
Ups. Tollwütiger Hund. Die Hundepopulation auf der Insel ist... Okay. Ja, genau. Die Texte sind Gold. Die Texte sind absolut Gold. Deswegen lesen wir sie ja auch. Die Hundepopulation auf der Insel ist fast komplett tollwütig. Man darf sie hier sogar einfach abknallen, sobald sie nur in Sichtweite sind. Wenn ich nur das Gleiche für meine Schwiegereltern erreichen könnte. Pflanzenleben. Helikonie. Die Einheimischen lieben die Helikonie. Man findet sie als Dekoration auf ganz Rook Island. Pass nur auf, dass du unter so einer Pflanze niemanden tötest. Die Blüten fangen ihre Seele und lassen sie nie wieder frei. Oh, ups. Das war aus dem Fantasy-Buch, das ich gerade lese. Vergiss es. Tiare. Diese wohlriechende Pflanze wird oft von jungen Frauen getragen. Ihr einfacher Duft wird mit Jugend in Verbindung gebracht, während ältere Frauen denselben Effekt erreichen, indem sie im Blut der massakrierten Träume ihrer Männer baden. Fackel-Ingwer. Der Fackel-Ingwer passt ausgezeichnet zu Fisch. Allein auf Rook Island gibt es ein Dutzend Rezepte mit örtlichen Fischarten und Fackel-Ingwer. Aber pass auf, manchmal entzündet sich das Zeug spontan in deinem Mund und du bist sofort tot. Der Geschmack ist das Risiko aber jederzeit wert. Ja. So viel dazu. Herstellung. Zurück. Ja, aber nix, was doch? Nein. Okay, sonst haben wir nix. Schade. Die Texte sind absolut Gold. Ich liebe diese Texte. Hallo? Dr. Earnhardts Haus. Dieses einst majestätische Herrenhaus wurde von einem britischen Geschäftsmann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut. Er verließ es, als er entschied, dass es besser wäre, sein Geld in die B&O Railroad zu investieren. Das Haus wird nun von Dr. Earnhardt bewohnt. Ich bin Gassi mit dem Hund. Jo! Viel Erfolg! So. Ach, ich habe eigentlich noch nie geguckt, ob ich hier einfach so durchgehen kann. Erstmal klauen. Komm ich gar nicht hin. Wie gemein. Hallo? Ist hier jemand? Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die Lila aussehen, dann die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Lage. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Mhm. Hey, Daisy.
Jetzt ist auf einmal die Tür offen. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Ein paar Höhlenpilze, aha. Im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Aha. Fand den Doktor richtig creepy. Ich auch. Ich mag den auch nicht. Das ist wie Dennis. Dennis mag ich auch nicht. Die helfen uns zwar, aber... Ich find's halt schwierig. Ich mag sie nicht. Das ist so praktisch, wenn man die Wege kennt. Es ist so toll, wenn man die Wege kennt. Jo, guten Hunger. Ich bin mal gerade fertig mit Essen. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ja, und Haie davor schwimmen. Geil. Bloß schnell weg. Bevor die Haie kommen. Aber ohne Witz, ich find's. Ich find, das Spiel sieht immer noch gut aus. Auch für heutige Verhältnisse. Nicht mehr mega super geil, aber es sieht immer noch richtig gut aus. Hat halt so seinen ganz eigenen Stil, ne? Todessprung. Geronimo! Man kriegt das nicht hin, ohne dass man die... Ne? Warte mal. So, machen wir mal weiter.
Corona. Was? Ich liebe diese Drogendinge. Das ist mal neu. Ja. Ja, ne? Alles gut, ne? Ich persönlich mag ja die Roten. Was? Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Hä? Boah, wie eklig. Das habe ich, glaube ich, noch... Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin aber direkt einfach weitergeklettert. Oh Gott. Achso. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Kann ich da der auch einfach langlaufen? Des Dschungels. Achso, hier geht's nicht lang, weil. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Oh Gott. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Mhm. Spider-Man, Spider-Man. Das whatever a spider can. Da da da. Da da da. Ich habe gerade Green Hell Flashbacks. Guck mal, sie winken. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Na, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Wieso? Muss ich euch scheiße trennen, so wie eure Freunde? Jo. Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Ist das alles lila? Oder grün? Lila? Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Boah, ich weiß noch, wie mich das beim ersten Mal spielen geflasht hat. Das war so geil. Ich find's immer noch cool. Hallo? 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 Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Ah, Pilze. Erforsche die Höhle und finde die Pilze. Hallo? Da ist einer. Ja, genau. Genau, genau. Besonders nimm doch gleich ein paar mehr mit. Wow, wie lange war ich da unten? Gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage, wie lange er da unten war. Hm.
Und wir klettern, klettern. Heieiei. So spät ist er noch gar nicht. Hey, Dr. Earnhardt. Ich hab die Pilze. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich hab was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ja. Der Dr. Earnhardt, der so ein bisschen verstrahlt ist und drogenabhängig. Immer schön alles voll haben und schön Taschen leer machen. Wichtig, wichtig. Fliehen, das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy! Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh! Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen?
Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. So, Ruf der Medusa. Aber ich habe eben noch mal kurz was anderes vor. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Es sollte jetzt erstmal nur so ein kleiner Einblick sein. Eigentlich ist ja heute auch mein streamfreier Tag. Und dementsprechend schauen wir mal eben. Bis denn, genau. Sage ich nämlich einfach mal bis morgen. Kann ich euch noch irgendwo anders hinschicken? Wer ist denn gerade so online? Es müssten ja eigentlich jede Menge Leute online sein, richtig? Hält sich in Grenzen. Naja, ich guck mal, wo ich euch hinschicke. Ich sag dann mal bis morgen. Tschüss.